Sind alle bereit? I am ready. Balance damage. Und da läuft einfach mal random ein Marienkäfer über meinen Bildschirm. Was? Ja. Okay. Ist das so ein Pseudo-Marienkäfer? Moment mal, ich mache ein Foto davon. Foto-Selfie. Hast du das auf Twitter? Ich retweete das direkt. So, Leute, ich würde sagen, damit beginnen wir diesen Part mit dieser herzzerreißenden Story. Über den Marienkäfer. Wie nennst du diesen Marienkäfer? Ich nenne ihn Marvin. Rüdiger! Oh, er ist weg. Marvin Rüdiger. Ich habe auch kein Foto davon. Naja, ist jetzt... obwohl, nee, bevor wir in die Siegesstraße hineingehen, Timer starten, werden wir hier unten jetzt mal nach dem Rechten sehen. Da ist ja irgendwas. Wenn das so mitten auf dem Weg liegt, dann tue ich das doch gerne, ne? Mit Kaskade. Darf ich auch was sagen? Hm? Darf der Marienkäfer gleich auch was sagen? Friss, Psiaugon, friss! Darf der Marienkäfer auch was sagen? Friss, Psiaugon! Okay. Mei, wie süß! Marienkäfer mag Psiaugon. Du bist wieder ein bisschen leise. Spiel. Boah. Leia, und du bist ein bisschen leiser. Okay, dann bin ich jetzt etwas lauter. Ja. Ich freunde mich nur mit Leuten an, von denen ich was lernen kann. Also heißt das, ich soll die Freundschaft mit euch beenden, so gesehen. Sebi hat einfach. Echt schade, dass der Marienkäfer sich nicht mehr bewegt. Sebi, sobald ich mein Abi-Gag habe und wir eine Psycholache brauchen, sage ich dir Bescheid, okay? Okay. Du klangst gerade total wie GLaDOS aus Portal. Okay. Hey, vielleicht bin ich der Synchro-Sprecher. Ja. Leon, welche Klasse bist du eigentlich? Da hab ich das schon mal gesagt. Merk mir sowas nicht oft. Nicht vergessen, hier private Sachen von sich zu geben, ist jetzt nicht das Glückste. Ja, wenn's ein Leon doch juckt, dann juckt's ihn. Schreib's mir, Leon, schreib's mir an. Du bist da echt unglaublich, weißt du das? Ich bin da recht schmerzlos. Ja, und? Heißt aber nicht, dass anderen das schnutzegal ist. Kammer der Lehre, genau wie die Seele eines Luckys. Das ist halt einfach... Schlechte Erfahrungen, sagen wir es so. Das ist bei mir eigentlich auch. Ne? Wegen die ganzen Mobbing-Sachen habe ich auf einmal dann einfach gedacht... Ist doch scheißegal, was Fremde von dir denken. Genau das. Denke ich mir inzwischen auch. So. Naja, aber trotzdem sollte man dann doch beachten, dass... Und das sollte man auch respektieren, wenn andere Leute sich doch Gedanken über das machen. Ja klar, tue ich auch. Ist genau wie mit dem Glauben. Jupp. Habe ich nicht einen Superschutz? Ist zwar jetzt random, aber da kommt ein Enter daher. Sebi, kaufst du Topschutz? Hm? Boah, der Marienkäfer wollte fliegen und ist voll. Sebi, wenn du Topschutz kaufst, dann respektiere ich das nicht. Was ist mit dem Marienkäfer? Der wollte losfliegen und ist total in meiner Hand. Egal. Dann lass ihn los. Ich hab ihn losgelassen. Er ist doch abgeprallt. Was? Der Marienkäfer ist gegen meine Hand geflogen und dann abgeprallt. Was? Das ist mal ein. Eine Watsche, eine etwas andere Watsche. Es ist interessant. Wenn man von alleine, das muss ich mir jetzt mal vorstellen, ne? Du gehst jetzt auf die Straße zu so einem random Typ hin, nimmst seine Hand und klatscht dir selber eine. Was? Ja, das ist gerade passiert mit diesem Marienkäfer. Yep. Oh. Wo muss ich denn ich jetzt glaub, hin? Ich glaube, der möchte raus. Nee. Nach dem Part werde ich ihn rauslassen. Alter, so viele Trainer hier. Ja, ich habe das Gefühl, du könntest was Richtiger irgendwie. Ich habe zuerst vorgelesen, Miststück. Eine Herausforderung von Ass-Trainerin Clarissa. Mit Tohaido. Clarissa. Scheiß Steph. Zwinkel mit deinem rechten Auge. Oh Mann, ich habe verpasst, mit meinem rechten Auge zu zwinkern. Ich mag diese Gesichtszeug. Alter. Hat einer von euch schon jemals dieses Maul aufreißen geschafft? Ja. Ich habe schon einmal es komplett geschafft, aber nie wieder danach. Grinse bereits. Das ist unmöglich. Ich ist enttäuscht. Ich kann nicht breit grinsen. Ja, das ist unmöglich. Wie sollen wir das Maul so weit aufreißen? Mach ein Bild von einem Tohaido dahin.
Oh, bitte schlag dich nicht selber. Please! Dankeschön. Es mag dich. Ja, Quenke mag mich. So schaut's aus. So schaut's aus. Das ist einfach mein Tuhaido auf Level 29. Hi. Obwohl Kaskade kann man ja erst nach der 8. Arena verwenden, oder? Ja, schon. Also warum sind die jetzt so schlecht, die Trainer? Ja, stimmt, das war schon da mit Kaskade. Oder nee, das ist doch dieser Ich hab's probiert vor der 8. Arena. Ich sehne mich nach einem würdigen Gegner. Okay. Was ist jetzt mit dir los? Französisch. Ja, dann verstehe ich das auch nicht. League of Legends. Der hat einen so einen richtig krassen französischen Akzent und die redet immer so. Du sollst Mensch, dich doch eigentlich auf das Spiel konzentrieren. Genau. Nein. Ich kann mich nicht konzentrieren, so wurde ich geboren. Ich wurde als Frau geboren, werde als Frau sterben. Was? Oh mein Gott. Ich spiele jetzt weiter Puzzleplatten. Es ist draußen. Mal, dann hast du also Sevilina bekommen. Es ist draußen. Wir haben angenommen. Gehen. Wir haben ja, angenommen, Leute. Das. Ich muss jetzt leider gehen, meine lieben Freunde. Vielleicht. Wie der einfach pfeift, ne? Als wären wir Hunde so. Also, was ist denn hier? Ich will auf jeden Fall kurz essen. Tschüss. Ciao. So, der nächste ist weg. Es ist heute in dieser Session ein Kommen und Gehen. Ich war bis jetzt die ganze Zeit da. Ja. Das stimmt auch wieder. Och nee, sag mir jetzt nicht, ich muss das ganz nach links hin verschieben. Das ist Gameplay vom Feinsten. Irgendwie unnötig. Gameplay vom Feinsten ist das, ne? Klar, so Rätsel mit Stärke, wie man die richtig hinstun muss, die finde ich ja echt irgendwie auch lustig. Aber sowas ist einfach nur Zeitschinden. Yay, es macht so viel Fun. Yay! Geil, ich muss 10 Millionen Schritte laufen, um einen Felsen irgendwo hinzutun. Geil! Yes. 10 von 10! IGN. Yes. Ach ja. Ne, und die Frau hier, die chillt ihr Leben. Pokémon ist bestimmt das beste Anime. Nee, Pokémon das beste Anime-Spiel. Wobei, es gibt ja ein Anime zu Pokémon. Pokémon das beste... Was willst Pokémon, du jetzt der beste Shooter. Pokémon, der beste Shooter von 2016. Ein Shooter? Ja, da gab's doch mal irgendwas mit, dass Triforce Heroes irgendwie ein bestimmtes Genre war, was es eigentlich gar nicht ist. Echt? Ja. Okay. Oh, dieses ganze Hin- und Herrennen hier jetzt. Das macht Spaß. Fun Gameplay, yes. Ich kann mir einfach vorstellen, wie glücklich Sebi gerade vor seinem PC sitzt und mein Bruder schreit. Das ist nicht gut für die Aufnahme. Ich höre sowieso nichts. Erdbeben! Das ist jetzt mal was Sinnvolles. Jetzt? Auch jetzt freue ich mich. Ich frage mich jetzt aber auch gerade, Klein Sebi-Chan sitzt vor dem PC und hüpft hoch und runter. Okay. Das hab ich wirklich getan. bleib weg. Ich will dieses Viech nicht haben. Weg. Weg mit Farfetched. Weg, ich möchte nicht. Okay. Das war einfach nur Hatsune Miku. Ah, das. Nein, Hatsune Miku hat ja auch das Lauchlied. Und zwar lieber ein Polka. Naja, ist nicht mein... Ich mag Hatsune Miku. Ist nicht mein Stil. Aber sie hatten echt ein paar Lieder, die sind echt schön. Kann ich nicht mitreden. Mich interessiert das Ganze eigentlich absolut außer nicht. Außer Mimimi. Mimimi. Ja. Mimimi. Ne? Ja. So. Mimimi. Ohne Lucky geht's jetzt hier in die Impuls. Obwohl, gegen dich muss man ja kämpfen, oder? Kämpfen. Ich glaube doch. Ja, stimmt, der... Ich renne hier jetzt einfach mal mit Quenker durch. Hallo, dieses Tor ist der Zugang zur Siegesstraße. Okay, du liest ihn vor. Dieses Tor ist der Zugang zur Siegesstraße. Nur Trainern im Besitz aller 8 Arena-Orden wird hier Zutritt gewährt. Mal sehen, wie viele Orden du hast. 1, 2, 3, 4. Er kann zählen, hurra! Fantastisch, alle 8 Orden. Fantastisch, ich kann zählen, hurra! Fantastisch!
Gut, dann lass mich mal überprüfen, ob du auch hältst, was du versprichst. Und du hast dich versprochen. Frederik. diese Möchtegern. Du kommst hier nicht rein. Wer ist wer? Was? Okay, ich hab's verkackt. Nein, ein Rokara. Wolltest du irgendwas dazu sagen? Rokara ist ein Stein. Das habe ich bei meinem ersten Playthrough mit ins Team genommen. Irgendwie finde ich es niedlich. Das ist ja auch eigentlich ein gutes Pokémon. Autsch. Ich glaube, du bist besiegt. Ja, ich weiß. Levelunterschied. Aber... dieses Viech, das hat nur gigantische Dingsbumswerte, Verteidigungswerke, aber nicht Angriff. Was ist denn hier los? Was wird hier gespült? Ich halt's nicht mehr aus. Was ist los? Das ist auch so einfach. Nee, du hast keine Stahlattacke, oder? Ich brauche euch kaum. Ich mache auch keine. Warum? Ich denk schon voraus, Junge. Er hat drei Teammitglieder. Hallo, du hättest den doch jetzt voll mit einer Vielfachschwäche besiegen können. Nee. Doch. Doch. Und was, wenn der jetzt andere Viecher reinschickt, die mich one-hitten können? Das ist doch egal, du hast doch eh kein Ding mit Pokémon, werden nicht mehr gefragt, ob gewechselt werden soll. Achso, das habe ich vergessen. Ja, oh. Das hast du noch nicht drin. Nein. Naja, aber eigentlich sollte ich jetzt seine ganzen Viecher one-hitten. Deswegen habe ich das gemacht, ne? Lucina, das machst du gut. Gotta kill him all. Gotta kill him all. Raichu. Ach ja. Ich mag dieses Kaffee Raichu, was du immer retweetest. Das ist süß. So, nein. Das ist nicht süß. Das Gift, was heute da war, das war süß. Das war echt süß. Ja. So niedlich. Ich weiß, diese Bilder. Oh. Premium! Ich denke mal, wenn man auf meinen Twitter-Account schaut und die Leute, die ich denen ich folge, würde man vielleicht vermuten, ich bin irgendwie Japaner. Ich habe so viele japanische Accounts, folge ich. Da kann man das eventuell denken. Es gibt ja aber auch noch andere Leute, die vielen japanischen Accounts folgen. Autsch. Ich kann jetzt nicht wirklich viel mit japanischen normalen Tweets anfangen, weil ich kann halt die Kanjis nicht wirklich. Also manchmal. Das muss man hier jetzt aber Lucina auch lassen, ne? Sie ist nicht mehr paralysiert, weil sie mich so liebt. Oh. Und jetzt können wir das Cedra King ohne Probleme vernichten. Wir sind zwar völlig unterlevelt, aber unser Team, das fightet. Jetzt könnte die Pokémon-Liga ja vielleicht sogar doch ein Herausforderer werden. Ihr seid für die Zukunft gewappnet, schreit der Sieg und was? Egal. Was macht es mir egal? Möchte gern irgendwas. So, du kannst ich wieder. Ja. Du kannst wieder. Ausgezeichnet, lass es mich bitte erneut sagen. Ausgezeichnet. Soll ich dir eine Watsche geben oder was? Dafür einfach eine neue Textbox öffnen. Möge der Weg, den du mit deinen Pokémon beschreitest, mit Glück und Ruhm gepflastert sein. Okay. Ja, wie er sich da jetzt hinten versteckt so. Ich bin wichtig. Jetzt sieht man seine Haare. Naja, ich gehe jetzt mal kurz zurück. Das müsst ihr euch ja nicht geben. Oder haben wir jetzt irgendwas? Doch, ich hab da jetzt etwas. Hier können wir ja. Du kannst ein paar Tricks. Yes. Yeah. Und ich drücke immer irgendwas. Irgendwie gibt's ja. Und jetzt musst du nach hinten, nach vorne, nach hinten machen. Und dann immer so. Dreifach-Salto machen können. Ach ja! Viele Achias. Ja. Erst einmal das hier. Obwohl, nee. Jetzt so völlig unterlevelt will ich das nicht machen. Aber, bevor ich es vergesse, hier diese Arena. Ich habe schon mal auf Twitter gepostet. Aber, ich habe irgendwie den Part verloren, wie ich das aufgenommen habe. Deswegen habe ich die erste Arena im Let's Play nicht. Also schauen wir uns hier kurz mal um. So, dieses Konzept hier. Ihr lauft auf einem Spinnennetz zu der Arena-Leiterin. Ja, Trops. Das war das Konzept. Wäre nicht, aber ja, jetzt das zeigen. Ja, Tropfen und die könnt ihr kaputt machen. Ja, das ist voll lustig. Das bringt aber überhaupt Der nichts. Ist auch nur optional, dieser Trainer. Voll lustig. Aber hat was, muss man sagen. Auch wenn ich mich gigantisch unwohl hier fühlen würde.
Ja, ich mag Spinnennetz. Ich habe so eine leichte Spinnenphobie. Ich auch. Yeah. Das hast du von mir geerbt. Hallo. Manche Dinge bemerkt man erst, wenn man sie durch den Sucher eines Fotoapparats sieht. Und genau so gibt es Dinge, die einem erst klar werden, wenn man Zeit mit Pokémon verbringt. Also merkt euch, fürs Real Life, wenn ihr keine Pokémon habt, dann schaut schlecht aus. Die ist voll böse, die fotografiert einen einfach, ohne zu fragen. So fällt der Blick auf das Wesentliche, auf ein... Was? Auf kleine Schätzchen, die einem ganz alleine gehören. Das ist, und der Marienkäfer ist back. Der Marienkäfer. Jetzt mache ich ein Foto davon. Also, Frau. Obwohl, wie schaut's denn das aus? Wie schaut's denn aus mit den Journalisten? Müssen die einen fragen? Wegen Fotografieren oder so? Ich weiß es nicht. Vom Nektar angelockt. Aber ich find's auch nice, wie das hier aussieht. Diese Fotos sind schön gemacht. Ja. Vor allem, weil ich vielleicht mal selber Fotografie studieren will. Echt? Ja, Fotografie ist schön. Das wollte ich früher irgendwie. War einer meiner Wunschjobs. Life is Strange hat mich auch nochmal dazu gebracht, weil da geht's ja auch sehr viel um Fotos. Ich kann da ja nicht mitreden. Aber irgendwann kannst du's. Irgendwann. Ja. Irgendwann. Ja. So. Pokémon, please, werdet geheilt. So, aber es ist auf jeden Fall interessant, so fotografieren und alles drum und dran. Mhm, muss man dann schon lassen hier. Ja. Ach was, wir können uns ja Zeit nehmen, wo wir ja gerade hier sind. Schaut das nicht schön aus? Ja. Es schaut so süß aus. So süß aus sogar. Warum wollte ich jetzt süß sein? Yes, ich hab ein Fahrrad. Findet seinen Trainer süß. Trainer süß. Trainer süß. Trainerlysieren und süß. Trainer. Ich trainalysiere dich jetzt. So, jetzt wird's episch. Oh ja, dieser Effekt Gott. Immer. Ich fand den echt cool. Was? Ich fand das echt cool, wie das dann inszeniert wurde da. Ach so, ja, die Pokémon-Liga immer so imposant. Ja. Sesam, öffne dich! In Flordelis Labor hat das ja gewirkt, dieses Zauberwort, ne? Sesam, tu dich öffnen! Tu dich öffnen jetzt! Ja, Sesam, tu dich öffnen! Schaut aus wie so eine Wand. Du kommst hier nicht rein, Pech gehabt. Oh mein Gott. Aber ich mag die Siegesstraße hier. Die ist schön. Siegesstraße. Die schaut richtig schön aus. Ja, du hast zwar keine Musik hier, nur das Bild, aber mir schon. Du musst es nicht nachmachen. Nur mal so gesagt, ne? Ist das überhaupt das richtige Siegesstraßen-Theme gewesen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Irgendwas so. Sagt mir, dass es das nicht war. Denke ich auch. Sag mir, dass das aus irgendeinem Anime ist. Fight! Ich will doch nur mit meinem Pokémon abhängen, aber ständig fordert uns jemand zum Kampf heraus. Warum zur Hölle stellst du dich dann in die Siegestraße? Denke ich mir auch gerade. Bist du etwa auch gekommen, um uns den Tag zu verderben? Warum stellst du dich in die Siegestraße, Mädchen? Eine Leandra. Wie böse sie einen anguckt. So ziemlich großes Ziel. Die wollen Spaß haben. Ganz ja. Viele Pflaster. Ja, Erzwinger. Level 60, ey, alter Verwalter. Ja, ich würde jetzt echt sagen, du musst dich echt mal aufmachen, trainieren. Nee, ich nehme jetzt auf. Stirb, verbrenne! Volltreffer war das, oh Gott. Eisieb. Joa. Noch ein Volltreffer wäre auch gut. Vielleicht. Eventuell. Go and kill him. Dich. No. Verbrennen. Mm. Ja. Yeah. Ja. Ja. Mm. Oh, Mädchen. Mädchen. Sieh, der Wascher. Geh zur Hölle. So. Gut gemacht, Mädel, wollte ich sagen. Ich guck mal so böse an. Was sagst du jetzt? Dein Pokémon-Team vertraut dir und du ihnen. Ja, das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, was du gerade gesagt hast.
Ich weiß auch, du willst nur mit deinen Pokémon abhängen. Das macht eben jeder auf seine Art. Ja. Oder du möchtest sie einfach nur versklaven. Ja. Vielleicht. Ja, vielleicht. Ah, Lapras. Tschüss, Lapras. Ah, Lapras. Hi, Lapras. Tschüss, Lapras. Du hast doch nichts dagegen, wenn mein Stalos... Jawohl! Stalos hat er. Das ist jetzt gleich... Das könnte One-Hit vernichtet werden. Oh, Friedrich. Warum hast du 3 Pokémon? Please, 3 Stahlen. Die werden dann aber wahrscheinlich nicht auf so einem hohen Level sein. Ich meine, das sind 3 Pokémon. Yep. Naja, ich bin Level 50. Ja, ja trotzdem. Silberwasser! Bäh. Jawohl, das möchte ich sehen. Oh, wenn du jetzt irgendwie so ein Geowart hast oder sowas mit Robustheit. Robustheit? Elektroball. Nee, das möchte ich dann hier nicht. Aber wen soll ich da schon einwechseln? Das Elektroball explodiert dich weg. Hoffentlich. Und dann ist das nicht so eine Zeitverschwendung. Oh, der Party ist gleich vorbei. Aber schade. Nach diesem Kampf hier. Genoa gegen Elektroball. Warum hat Elektroball kein Geschlecht? Jetzt einfach in den Legator ansetzen. Stell dir mal vor, da rollt einfach so ein Elektroball her und unten hängt so ein komisches Ding dran. Och man, warum? Warum musstest du jetzt sagen? Ich würde wehtun für das Ding. Die Vorstellung da gerade. Du hast gefragt. Wie bescheuert das ausschauen würde. Ich habe dir nur eine Antwort darauf gegeben. Oh Gott. Oh Gott. Was machst du jetzt? Oder was, wenn das Ding so einen mega heftigen Kreisel-Attacken-Ding einsetzt. Beyblade. Go, go, Power... Nee, das ist Power Rangers. Ach nee. Und er trifft natürlich auch gleich. Aber abziehen sollte das eigentlich nix. Ja, gut. Ja, wir sind zwar unterlevelt, aber wir kämpfen uns hier durch. Warum man sich das nicht wegexplodiert hat. Ja, Volltreffer. Hab dich auch lieb. So, was ich auch an Pokémon an mir liebe, das hier. Ja, so niedlich. Ah. Ja, man. Hab dich auch lieb. Nicht dich, Leon. Dich hasse ich. Hallo. Deine Mutter. Vater. Was, auch immer. Was bin ich jetzt? Keine Ahnung, du bist eine Kreation. Eine Kreation, die aus mir erschaffen wurde. Das ist einfach. Lucina hat im wahrsten des Sinnes sogar eine Vagina, eine Scheide. Das war jetzt nicht dein Ernst. Jetzt. Oh. Aber Vagina war falsch. Ja, ich weiß. Das heißt nur Scheide. Jetzt. Ich scheide! Oh yes! Sigi macht mir dezent Angst. Obwohl. Das Schild ist die Frau jetzt... und das Schwert ist der Mann. Wir sind das Essen und. Na, andersrum, egal. Ich darf man jetzt angreifen. Shigiki no Kyojin. No Kyojin. Kyojin. Ach, Göttchen. Der Freiheit. So. Ein Knirscher sollte jetzt nicht so viel abziehen, jetzt dir, hoffentlich. Das ist nicht sehr effektiv, ey. Und Lucky, der verspeist gerade seinen fetten Knödel. Wer hat noch Chili? Ich will noch mehr. Ich mag Chili. Chili? Ja, Chili. Was hatte ich heute? Voll vergessen schon. So unwichtig, das ist. Was habe ich denn gehabt? Reis? Ja, Reis hat mir. Ah ja, mit Lachs. Oh, ich will auch Lachs. Oh. Jetzt machst du mich neidisch. Ich hätte mal so richtig Bock auf Sushi wieder. Ja, Sushi. Mhm. Aber das Problem ist, ich mag eigentlich nur Lachs. Vielleicht noch irgendeinen anderen Fisch, aber mehr nicht. Ich mag eigentlich besseres Meeresfrüchte und Fisch und so. Schrimps mag ich. Ja, naja. Die sind auch geil. Aber Leute, das war's wieder mit diesem Part. Und wir sehen uns hier im nächsten Part wieder. Wann sonst? Im übernächsten Part wieder? Oh, das ist ja logisch. Aber im nächsten Part. Vielleicht übernimmt Leon diesen Part, diesen Kanal. Wer weiß.
I'm going to kill you. Okay. Das war auch mal eine Verabschiedung, ja. Das war das Schönste, was die Leute überhaupt gehört haben. Mhm. Och. Die werden jetzt vor Angst dich bei jedem Video einfach dann einen Daumen hoch geben. Mhm. Und die werden ihren Daumen an dich schicken. An dich, an dir. Zu dir. Die werden dir den Daumen schicken. Jetzt hast du's. Ja. Oh Gott, ich sehe jetzt auch irgendwie, das zusammenzuschneiden wird auch eine Qual. Weil normalerweise. Nein, normalerweise quassel ich ja ununterbrochen. Dann sehe ich auch in der Aufnahme, aha, die Aufnahme, da redet er und dann, oh, da stoppt er auf einmal und dann weiß ich, ah, da habe ich den Part beendet. Aber jetzt rede ich die ganze Zeit. So gesehen. Mit dir. Auch offscreen. Dann be still. Nein. Jedes Mal, wenn ich ein scheiß Foto von diesem Marienkäfer machen will, fliegt der runter. Ich reiß nichts. Ich mache jetzt ein Foto von dem auf meinem Mauspad. Oder wo auch immer der gelandet ist. Tja. Irgendwie denke ich mir auch immer wieder, sollte ich das eigentlich rausschneiden? Könnte das ein Zuschauer eventuell als Entertainment empfinden? Entertainment? Entertainment. Instead of gay friends, can we say homosexuals? Was? Hier ist einfach mal so ein Foto. Instead of gay friends, can we say homosexuals? Einfach so random. Ist gerade so ein Typ in dein Zimmer gekommen oder hat dir das auf die Nase gebippt? Nein, das gebippt ist sogar. Verschied. Er hat das retweetet. Das ist nicht Pokémon. Das ist nicht Pokémon, mein Lieber. War das nicht irgendwie ein Champion-Theme? Nein, das ist das Pokémon, das ist das Battle-Theme von dem Spiel, was du gerade spielst. Egal. So, nächste Folge.